Ja, willkommen zum neuen Vlog, immer noch aus Südfrankreich. Und heute geht es in erster Linie darum, ich zeige euch heute die beklopptesten Lunaparks, die wir hier an der Küste entlang haben. Pick so ein paar Highlights raus, nehme ich noch ein bisschen mit. Und wir fangen jetzt mal an mit dem Amigoland. Das ist ja relativ nah bei Marcelin-Planche, also Montpellier ganz grob die Küste. Wir gehen jetzt mal rein, da drin steht ein Jetstar von Schwarzkopf und das wird das erste Highlight sein. Und nach dem Intro geht es direkt los. Viel Spaß mit dem Vlog. Ja, also wer noch nie in Südfrankreich war, also ich sag's ganz ehrlich, für Counter ist das hier ein Eldorado. Du hast hier halt wirklich extrem viele Spots auf engstem Raum und kannst hier halt wirklich innerhalb von 2-3 Tagen deinen Counter sowas von hochschrauben. Ihr darf halt nichts peinlich sein, das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn ihr hierher kommt, ihr werdet viele Wacky Worms fahren, ihr werdet viele Schrottmühlen fahren, aber bietet sich halt wirklich an. Kostet nicht so viel, ja, Geld kostet alles, aber wie gesagt, ein paar Schmuckstücke sind da auch dabei. Und dieser Jetstar gehört definitiv dazu. Da der noch zu ist, gehen wir jetzt erstmal zum Wacky Worm, machen den jetzt fix und ja, werden wahrscheinlich gleich wieder angucken, wie die größten Pedobären. Macht aber nichts. Count ist Count und ja, dann bis gleich. Echt jetzt? Ich glaube, der Greifer ist zu groß dafür, oder? Tadam. Haben wir noch einen? Deswegen muss ich erstmal desinfizieren, wenn ich das nach Hause bringe. Come on. Das Ding ist immer, du bist immer so nah dran und dann hast du die Dinger doch nicht, ne? Aber ich glaube, das ist echt Absicht. Also
großer Account plus 1, alte Schwarzkopfanlage mitgenommen und wir fahren jetzt weiter zum nächsten Luna Park. Bis gleich. Ja, mittlerweile fortgeschrittene Stunde und wir sind jetzt in Air beim Magic Land. Das ist auch wieder so ein Luna Park. Der Vorteil ist halt wirklich, dass die Parks sehr lange aufhaben und optisch sieht das Teil bestimmt deutlich besser aus als die ganzen Parks, die wir davor hatten. Leckt mich am Arsch, was ist das denn für ein Schlagloch? Warte mal. Das muss ich kurz zeigen. Wir gehen jetzt erstmal rein. Drei Counts gibt es zu holen, unter anderem so ein XXL Butterfly mit dem freundlichen Namen Banzai. Ja, noch nie gefahren. Bin ich mal gespannt, wie das Teil ist. Und ja, ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder und dann sehen wir uns gleich von drin. Ja, Pull Count hier im Magic World oder Magic Park. Da hinten sind wir gerade Wacky Worm gefahren, halb so wild. Aber hier die kleine Schwester oder Großschwester vom Butterfly. Holla die Waldfee, was für ein Mist. Also ich habe mich da eigentlich mega drüber gefreut, war echt gehypt. Aber ja, bis auf den First Drop, es ist einfach nur langweilig. Du pendelst da gefühlt 20 Minuten aus und es macht einfach keinen Spaß. Also ja, ich war froh, als die Fahrt vorbei war. Weil es stinkt langweilig. Aber gut, Full Count, drei Counts mehr auf der Karte. Und jetzt fahren wir nach Saint-Tropez weiter. Und ich melde mich gleich vom Parkplatz nochmal ganz kurz. Ja, und wir sind am nächsten Luna Park angekommen. Jetzt am Marceline Plage mit dem super tollen Namen Parc d'Attraction. Hier stehen sogar richtig coole Bahnen. Also, habe hier gerade so eine Anlage gesehen von Pinfari mit zwei Loopings. Ja, das lädt ein. Ansonsten Wacky Worm und ich glaube so ein Turbogun steht hier noch. Nehmt euch mal mit und dann schauen wir einfach mal weiter.
das für eine Scheiße? Ja, großer Count plus 1, sind gerade Justin gefahren. Ja, Rumpelbude, ganz ehrlich, richtige Rumpelbude. Das ist so eine Anlage hier auf der Kirmes, eigentlich ganz cool. Zwei Loopings, Pinfari Coaster, 8 Euro hat es jetzt gekostet, war okay. Wir gehen jetzt mal fix zum nächsten Coaster und dann haben wir hier schon fast Full Count wieder. Ja, nächsten Lunapark hinter uns und wir fahren jetzt 10 Minuten weiter, direkt ja, hier ums Eck. Und nehmen euch dann auch wieder mit. Ja, wir sind in Saint-Tropez angekommen und nehmen jetzt noch fix den Lunapark hier mit. Zwei Counts gibt's. Gott sei Dank muss ich King nicht nochmal counten, der steht dann nämlich auch. Weil die Rumpelbude, die tue ich mir nicht nochmal an. Also das Teil bin ich einmal auf der, wer ist diese Kirmes in Frankreich, in Paris? Die, ja, ich und Namen. Wahrscheinlich fällt es mir gleich wieder ein. Auf jeden Fall diese große Pariser Kirmes, ja, da bin ich das Teil mal gefahren und das rumpelt echt wie Sau. Also deswegen, Gott sei Dank nicht mehr. Ja, wir sind durch hier im Lunapark hier in Saint-Tropez. Relativ klein das Ganze, aber zwei coole Counts mitgenommen. Oder besser gesagt, einen coolen Count. Der Wiki Worm, den zähle ich jetzt nicht unbedingt als coolen Count. Aber die Spinning Maus, die war cool thematisiert. So ein bisschen Kanada-Theming. Hat mir gefallen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Das Wetter ist echt feucht warm hier. Also wenn ihr mal herkommt, dann nehmt euch ein Handtuch am besten mit, weil kann man gebrauchen. Ja, wir sind im nächsten Lunapark angekommen, diesmal Sur Angeles oder Angeles sur Mer. Besonderheit, hier steht so ein Hussteil, was man im Geiselwind stand. Also relativ selten sowas. So, wir gehen jetzt erstmal rüber, zwei Counts gibt es hier zu holen und ja, ich zeige euch so ein paar Kuriositäten. Ne? Ja, und damit Coaster Count plus 2, fängt wieder leicht zu regnen an. Problem ist, wenn die so bescheuert sind wie auf diesem blöden Alpine Coaster in Andorra, haben wir gleich ein Problem. Aber auch Schausteller sind ein bisschen cooler, weil die wollen Geld verdienen, im Gegensatz zu reichen Andorranern. Von daher bis gleich von nächsten ja, Lunapark, Kirmes, wie auch immer. So, letzter Programmpunkt des Tages. Wir nehmen jetzt noch eine Kirmes mit und dann haben wir endlich alle Lunaparks um ja, die Küste Frankreichs abgegrast und wir sind jetzt im Parc d'Attraction Fun Park. Der Park wird besonders sein, weil ich werde hier gleich meine 900 hoffentlich fahren
und die werde ich euch natürlich mitbringen. Ich habe bewusst nicht alles mitgenommen. Wenn ihr die Highlights sehen wollt dieser Tour, dann klickt gerne mal auf meinen Instagram-Account und da die Story-Highlights zu der Frankreich-Tour. Ja, gehen wir mal rüber. Könnte keinen würdigeren Rahmen für eine 900 geben, glaube ich. Sieht hier nämlich echt abgeranzt aus. Ja, und damit Coaster 899 gefahren und das heißt, die nächste wird die 900. Und ich habe schon wieder eine Sturmfriese, da sind wir heute gar nicht so viel gefahren. Also sonst habe ich die Dinger immer nur, wenn ich richtig wilde Sachen fahre. Heute saß man eigentlich überwiegend im Auto und sind ein bisschen Alpine gefahren. Na naja, gut. Das wird jetzt so eine Art Turbogang sur Rail oder so ein Cyclone Coaster, kann man sagen. Also ja, nichts Besonderes, aber ich habe es ja schon irgendwie bei der 800 geschafft, dass nichts Besonderes war. Ich habe es bei der 700 geschafft, das war ein Alpine Coaster. Ich glaube, die letzte gute Achterbahn war die 600 und das war damals die Ronny Schäfer Gedächtnisachterbahn. Ich sollte mal an meiner Planung arbeiten, ja, aber ganz oft kannst du es halt irgendwie nicht so wirklich steuern und dann kommt es halt einfach, wie es kommt. Ja, ich nehme euch mal eine Runde mit und dann erleben wir meine 900 zusammen, oder? Warum ist das Kassenhäuschen dunkel? Ja, vom Coaster. Ja, vom Kassenhäuschen. Sieht so dunkel aus, deswegen. Ach, hier. Es wird dann doch ein Wacky Worm, meine 900. Weil Achterbahn ist zu und öffnet heute nicht mehr, weil es heute geregnet hat. Oh Wunder, vorhin habe ich es noch gesagt. Ja, runde Zahl auf dem Wurm. Haha, die 1000 muss ich besser planen. Aber ich glaube, die wird auch besser. Stimmt, ich kann die nicht mal filmen, weißt du? Außer da wieder einfach so random die Box drin stehen, ne? Aber war es schön, mal noch eine Runde. Der Weg ist das Ziel. So. Ja, durch für heute. 900 ist es geworden, leider auf dem falschen Coaster. Wäre ein bisschen cooler gewesen, wenn es auf der Scenic Railway gewesen wäre, aber so ist es halt einfach nur ja, ein blöder Wurm geworden. Macht nichts, mich haben ganz viele Würmer auf diese 900 gebracht und ja, damit auch gut. Ich bedanke mich fürs Einschalten, ja, lasst gerne ein Abo da, ein Like und bis zum nächsten Mal. Ciao.